Meine Forschungsthemen kreisen in meinem Verständnis eigentlich immer wieder um ein zentrales Problem. Das Spannungsverhältnis zwischen den Ordnungsideen, die Menschen entwickeln, und den Strukturen, die sie vorfinden und die sie häufig ungewollt mit diesen Ideen produzieren. Man denkt, man sei ganz modern und tut genau dasselbe, was die Großeltern auch schon für richtig erachtet haben. Und das nicht, weil man bewusst Traditionalist ist, sondern weil man bestimmte Einstellungen geerbt. Wie erbt man Einstellungen? Interessante Frage. Und so weiter. Geschichtswissenschaft ist wichtig, weil sie uns allen hilft, die Fehler der Vergangenheit zu vermeiden.